Die Testgruppe hat ein sehr eindeutiges Ergebnis gezeigt. 94% der Probanden, die innerhalb von einem Jahr mehr als 300 Punkte erreichten, sind krank geworden. Und das hier ist die Liste auszugsweise. Tod des Ehepartners, 100 Punkte. Scheidung, 73 Punkte. Trennung der Ehepartner, 65 Punkte. Körperverletzung oder Krankheit, 53 Punkte. Familienzuwachs, 39 Punkte. Hervorragende persönliche Leistungen, 28 Punkte. Oder auch Wechsel des Wohnortes, 20 Punkte. Die Liste hat noch eine Handvoll anderer Ereignisse, wie Urlaub, Weihnachten oder veränderte Essgewohnheiten, die mit irgendetwas zwischen 10 und 19 Punkten bewertet werden. Das kann an dieser Stelle vernachlässigt werden. Entscheidend ist, das sind alles Dinge, die wir als stressig empfinden, selbst die schönen Sachen. Denn alles hat Veränderungen unserer liebgewonnenen Routine und aller Gewohnheiten zur Folge. Oder es beeinflusst unseren Umgang mit Menschen oder unser Selbstbild. Für die einen ist das was Feines. Bei anderen kommen ungelöste emotionale Konflikte an die Oberfläche. Wichtig ist, wie gut wir uns an die Veränderung anpassen. Und dann gibt es noch die Menschen, die laut Punktekatalog längst krank sein müssten, die aber alles bestens wegstecken, weil sie mit dem emotionalen Stress eben sehr gut umgehen können. Ich konnte das ganz offensichtlich nicht. Das ist der schlechte Teil der Nachricht. Der gute? Ich kann etwas dagegen tun. Gegen den Stress und dass er mich ärgert. Als ich die letzte Seite gelesen habe, klappe ich das Buch mit einem selbstzufriedenen, natürlich auch selbstüberschätzenden, aber gleichsam hochmotivierten »Ha, ich hab's« Gefühl zu.